Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. So, wir sind hier fleißig am Lesen. Wir haben hier einiges an Getier schon gescannt und auch die Pflanzenwelt ein bisschen durchgemacht. Wir sind auch wieder mal gestorben. Das ist eh nichts Neues bei mir, das kommt noch öfter vor. Und ich würde sagen, wir lesen hier noch diese Einträge fertig, weil allein schon, um zu würdigen, wie fleißig hier die Programmierer da hier sich für jedes Leben, für jede Lebensform sich was ausgedacht haben. Und außerdem sind so einige Tipps dabei, einige Erkenntnisse dabei, wie zum Beispiel, dass diese Hirnkoralle uns Sauerstoff gibt, wenn wir eine Taucherflasche dabei haben. Das muss man halt alles mal wissen, ne? Na gut, also Kaninchenrochen. Als pflanzenfressende Meeresbewohner scheinen Kaninchenrochen ein ruhiges und einzelgängerisches Leben zu führen, mit wenigen Fressfeinden, einer angeborenen Neugier und außergewöhnlich giftigem Fleisch. Ja, das ist schön. Erstens, Erstens Ohren. Zwei orange Fortsätze am Kopf nehmen Schwingungen im Wasser wahr. Zweitens wellenförmige Flügel. Auffallend gleiche Fortbewegungsmethode wie bei den Rochen der Erde. Es wurde keinerlei genetische Ähnlichkeit festgestellt, daher müssen beide Arten unabhängig voneinander die gleiche Lösung für ihre Umgebungsbedingungen entwickelt haben. Es gibt Anzeichen dafür, dass die großen, seitwärts gerichteten Augen des Kaninchenrochens eine relativ neue Anpassung sind. Möglicherweise gibt es verwandte Rochenarten in anderen Umweltbiomen auf dem Planeten. Beurteilung: nicht essbar, aber harmlos. Da sind wir schon mal zufrieden, wenigstens harmlos. Dann haben wir hier den Säurekapselmandai. Das war dieses große, gasausstößende Viech. Ein behäbiges Tier und einer der größten Pflanzenfresser auf dem Planeten. Da er für Möchtegern-Räuber eine beträchtliche Mahlzeit darstellt, verteidigt der Säurekapselmann Manati sein Revier, indem er Kapseln mit einem giftigen, ätzenden Wehrsekret ins Wasser abgibt und sogar synthetische Fasern zersetzen kann. Also sein Schorz, sein Furz ist atemberaubend. Erstens, Filtersystem. Eine dicke, widerstandsfähige Haut und mehrere Kiemenlagen scheinen diese Tierart unempfindlich gegenüber den giftigen Säurewolken zu machen, die es produziert. Zweitens, Algendrüse. Ein knolliger, sackartiger Fortsatz am Hinterteil. In seinem Inneren wachsen leuchtend gelbe Algen, die das giftige Sekret produzieren. Durch Anspannung der Bauchmuskeln gibt die Algendrüse das Wehrsekret in das umgehende Wasser ab. Große Bauchflossen ermöglicht kraftvolle Bewegungen im Wasser beim Umherziehen in kleinen Herden. Verhalten. Säurekapsel-Manatis scheinen von Natur aus gesellig zu sein und nutzen möglicherweise ihre Absonderungen in ihren Paarungsritualen. Also ganz ehrlich. Naja, es ist ein eigenartiges Parfüm, ne? Mit ihren weit hörbaren Rufen zeigen sie wahrscheinlich, was willst denn du jetzt, Kaspersky, geh weg, wahrscheinlich Gefahren in der Nähe oder Gruppen, was willst denn, geh weg, in der Nähe oder Gruppenquellen an. Beurteilung: mit Vorsicht nähern, die Säurekapseln können eingesammelt und weiterverwertet werden. Ich muss mal kurz schauen, irgendwas, was ist denn los? Aha, jetzt haben wir wieder den Bug. Ja, gut, dann verlassen wir das Ganze wieder, ja. Die ganze Scannerei war jetzt wahrscheinlich umsonst. Das ist vielleicht nervig. Das ist ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hm.
Also für mich schaut das nach einem Bug aus. Oder sie wollen einfach, dass man den wunderschönen Ladebildschirm öfter sieht. Das könnte auch sein. Das ist ein bisschen lästig. So. Warten wir halt wieder. Das Beste, was wir tun können. Ich befürchte jetzt halt, dass ich die ganzen... dass die ganzen Einträge kaputt sind. Dass ich die jetzt nochmal scannen muss, die Viecher. Boah, das ist nervig. Ja. Naja, was soll's. Ich glaube, da hat jemand Durchfall. So, jetzt muss ich mal schauen. 13 Einträge. Die haben wir schon. Ah, muss ich ein bisschen warten wahrscheinlich, bis das Symbol verschwindet. So. Das mit dem Meer hatten wir jetzt schon. Das hier haben wir gelesen. Die Viechlein. Warte, ich versuche mal aufzutauchen, nicht, dass ich wieder absaufe. Wo sind wir hier? Ah, passt alles. Okay. Den Bartelkäfer hatten wir schon. Den Krachding hatten wir schon. Den Pirscher hatten wir schon. Kaninchenrochen hatten wir schon. Auch den Säurekapsel, bei dem waren wir ja gerade eben. Dann Pflanzenfresser, den Blasenfisch. Den hatten wir noch nicht. Dieser ungewöhnliche Pflanzenfresser erscheint größtenteils wehrlos und zeigt wenig Ähnlichkeit mit anderen Tieren in unserer Umgebung. In seiner Umgebung. So. Erstens, semipermeale Blase. Ja. Der Blasenfisch kann Luft und Meerwasser durch eine einzigartige Membran, die seine Wirbelsäule wie eine Blase umgibt, in sein Körperinneres filtern. So kann er dabei organische Partikel auffangen und verzehren, sowie seinen Antrieb regulieren. Zweitens, am Ende offene Gefäßröhren. Ja. Können angewinkelt und zusammengezogen werden, um Wasser auszustoßen und eine geringe gerichtete Beschleunigung zu erreichen. Er ist reichlich unbeirrt gegenüber Gefahren und praktisch unbeweglich bei Nacht. Daher ist sein einziger festgestellter Verteidigungsmechanismus, dass sein Körper fast vollständig aus Wasser, Luft und Knorpel aufgebaut ist. Beurteilung: essbar. Beim Verzehr kann eine Tauchflasche mit dem Sauerstoff aus der Blase gefüllt werden. Die Membran kann als natürlicher Wasserfilter verwendet werden. Und den Glubscher haben wir auch noch. Glubschi. Ein schneller Beutefisch, der in seichten Gewässern vorkommt und reich ist an Protein. Erstens, ausgeprägte seitlich liegende Augen. In der Lage, Farben nicht nur in seichten Gewässern, sondern in einer Vielzahl von Lichtverhältnissen zu unterscheiden. Er kann auch seine Augenlider schließen, sodass kein Licht von den Linsen reflektiert wird und der Glubscher für Raubtiere bei Nacht fast unsichtbar ist. Kräftige Flossen. Diese Art hat kräftige Flossen entwickelt, die eine starke Beschleunigung in ruhigem Wasser ermöglichen und die Fähigkeit, meterhoch in die Luft zu springen, um Verfolgern zu entkommen. Drittens, Schnabel. Wird wahrscheinlich verwendet, um Korallen und Seevegetation abzuweiden. Eine ungewöhnlich große Nasenhöhle dient keinem klaren Zweck und scheint speziell dafür entwickelt zu sein, ein ganz bestimmtes Enzym wahrzunehmen. Nichts, was bisher auf dem Planeten entdeckt wurde, produziert einen passenden Geruch. Mhm. Ausstoßröhrchen. Die Röhren am Leib des Glubschers sind direkt mit dem Magen und den Kiemen verbunden und scheinen so aufgebaut zu sein, dass sie deren Inhalt bei Bedarf ausstoßen. Zweck unklar. Entschlackung wahrscheinlich. Keine Ahnung. Während der Glubscher gut an ein Leben in seichten Gewässern angepasst ist, dienen
eine Reihe Merkmale keinem erkennbaren Zweck, so. Er kann scheinbar genauso gut in tieferen Gewässern überleben und ist etwas intelligenter als die durchschnittlichen kleinen Pflanzenfresser. Beurteilung: essbar, hoher Kaloriengehalt. Weitere Untersuchungen erforderlich. Boah, und dann haben wir noch zwei geologische Taten, Kalksteinaufschlüsse. Diese ungewöhnlichen geologischen Strukturen formen sich oft um Titan- und Kupferablagerungen und sind kennzeichnend für diesen Planeten. Eine genaue Analyse zeigt, dass das Gestein und das Metall gegen Erosion gehärtet ist, aber die Art und Weise bleibt unbekannt. Beurteilung Titan- und Kupferquelle. Losgelöstes Wrackstück. Eine Analyse bestätigt, dass dieses Wrackteil von der Aurora stammt. Die äußeren Schichten des Materials sind oxidiert, was darauf hinweist, dass es auf über 1200 Grad Celsius erhitzt wurde. Das ist mit dem Auseinanderbrechen des Rumpfes während des Eintritts in die Atmosphäre vereinbar. Die Bergung intakter Teile von Altera-Fahrzeugen ist in rechtlicher, moralischer und technischer Hinsicht verboten, aber Schrott wie dieser darf in jeder Altera-Fabrikator wegen seines Titangehaltes verarbeitet werden. So, mal Luft holen. Wir haben gekochten Blasenfisch, gepökelten Blasenfisch, Taucherflasch mit hoher Kapazität haben wir Bauplan und Auftriebskörper haben wir Bauplan. Seegleiter fällt ein bisschen noch da. Mobile Fahrzeugstation, ach so. Da müssen wir auch noch was kennen. Ah, das wird auch schon gehen. Solarmodul. Versorgt den Sauerstoffgenerator und andere Module einer Basis mit Energie. Aha, Okay. So. Haben wir ein Wasser mit? Das brauchen wir jetzt mal. Vital signs So. stabilizing. Ja, ich schwimme hier irgendwie. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist einmal speicherungswürdig, dass wir das alles jetzt mal gelesen haben. So, Gott sei Dank ist nicht immer alles weg, was wir hier an Einträgen gesammelt haben. Ich würde weinen, glaube ich. Na du? Hallo. So. Hui. Den ganzen Part nur lesen. So, dann war ich doch mal hier unten, ne? Irgendwo. Was? Gottes Willen. Da gibt's Geräusche, ne? Da geht man freiwillig wieder weg. So, ich geh mal Luft holen. So. Ich möchte mal gern zu unserem Schiff darüber, ehrlich gesagt, jetzt ein bisschen intensiver. Da wieder einen Pirscher. Und ich bräuchte auch mal was zu essen. Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich mitnehmen? Essen, essen. Aha, da hätten wir auch was. Was ist das da? Salzablagerung. Okay. Ui. Man sieht hier einen Schatten. Ah, das sind die Pflanzen hier, ne? Da muss ich jetzt, glaube ich, keine Angst haben. Das habe ich auch noch nicht, okay. Aha, adrige Nessel. Die habe ich jetzt da, hätte ich fast vergessen. Upsi. Jo. Aha, da haben wir die Rudeltiere, okay. Ja. Dann holen wir uns mal ein bisschen Luft. Wir kommen unserem großen Raumschiffchen ein bisschen näher, das ist ja schön. Haben wir hier etwas zum Scannen? Ja, die Blaupalme? Nein, haben wir nicht, okay. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin schon weg. Ja, gleichfalls. So.
Wie schauen wir aus? Okay, wir haben noch genug Luft. Das ist gut, das ist gut. Ich versuche den hier zu fangen. Den Fisch halt. Fast. Jetzt haben wir ihn. Wir brauchen ja später wieder Wasser. Oh. Aha, da unten sind ganz viele Schrottteile. Versuch da mal hinzuschwimmen. Auch hier für uns Hirn. Den versuche ich jetzt auch noch zu fangen. Komm her. Komm, 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 komm. Ja. So, was haben wir hier? Nix. Es ist einfach nur ein Teil. Okay. Hier ist nix. Ich muss mal kurz husten. So, geht wieder. Da liegt ein Labortisch. Aha. Passt. Hammer. Neuer Bauplan. Labortisch. Wunderbar. Das hat sich ja glatt rentiert. Ich fürchte, ich müsse dann auch mal auftauchen. Mhm. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Dann schauen wir gleich mal, was haben wir denn da? Steht da jetzt nur was drauf oder bist du irgendwas? Nein. Da steht nur was drauf. Aber da innen drin hat irgendwas geleuchtet. Das will ich mir anglubschen. Vielleicht ist das ja für irgendwas. Das da? Na, ist nur Schrott, ne? Ja. Signalbojenfragment. Aha. Tada! Eins von zwei. Okay. Super. Das heißt, wir haben jetzt einen Bauplan. So ein Bojenfragment. Ein bisschen Schrott. Sehr gut. Wie schauen wir? Luft geht noch ein bisschen. Luft geht noch ein bisschen. Da ist, glaube ich, Müll. Jawohl. Oha. Ich glaube, ich gehe mal Luft holen. Ja. So. Und dann versuche ich weiter hier zu unserem... zur Absturzstelle zu schwimmen. Aha, da haben wir wieder so ein... Pirscher, viele Pirscher. Schlingpflanze. So. Einheimische Schlingpflanze, sehr gut. Riff, was war das? Riff, was? Halt! Jawohl! Rifffisch, den nehmen wir mal mit. Da haben wir auch noch ein bisschen Schrott. Und Salz. Und Hirn. Klappt das? Na? Haben wir jetzt gar keinen? Eigentlich schon. Dann hoffe ich, dass wir noch lebend draufkommen. Muss ich die zerstören, glaube ich, die Hirngeschichte da, ne? Oh, das wird knapp. Wow! Geht sie alles aus. Alles berechnet. Gar kein Problem. So. Dann tauchen wir noch mal ein Stück, ne? Da hätten wir noch was zum Scannen, glaube ich. Das Helle da. Ah, das ist auch eine Schlingpflanze. Ach so. Hä, war da was zum Aufheben? Tatsächlich. Kreaturenei. Fremde Eier. Kann man ja immer brauchen. Da hat man nochmal ein bisschen Schrott, das sammle ich auch noch schnell ein. Und dann muss ich eh schon bald wieder Wasser. Wasser sage ich immer, Luft holen. Wieso will ich immer Wasser holen? Wir haben genug Wasser hier, keine Ahnung.
30 ja? Seconds. So, na gut. Dann holen wir wieder Luft. Zum Glück konnten wir schon die Taucherflasche bauen. Das wäre sonst für uns, glaube ich, schlecht ausgegangen. Okay, so essen bringt sie nichts. Wir müssen wieder zurück zu unserem Stützpunkt. Da wäre echt mal so ein Gerät nicht schlecht, ne, zum Bewegen. Zum Fortbewegen. Aber wir brauchen Wasser und ich muss ganz schnell Wasser herstellen, damit wir ein bisschen was zum Saufen haben. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Verdursten wäre es nicht so schön. Da, 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 da. Plansch, plansch, plansch. Plansch, plansch, plansch. Da, die Fische leben noch, glaube ich. Ja. Plansch, 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 plansch. Ich sollte vielleicht wieder so ein Luftdingens bauen, wie wir es hier haben, ne? Auch, dass man. Aber ist ja Blödsinn, ne? Aber Respekt an den Kerl. Schwimmen kann er, das muss man ihm lassen. Mir wären schon längst die Arme abgefallen. Was auch schön ist, ist wirklich die Unterwasserwelt. Das muss man echt sagen. Die ist halt wirklich richtig schön. Schau, was wir da haben. Einen Kalkstein mit Kupfererze. Das war jetzt reiner Zufall. Ich habe gedacht, ich tauche jetzt einfach mal und... Ja, passt. Warum nicht? So, gleich sind wir da. Gleich haben wir es geschafft. Dann gehen wir ganz schnell Wasser herstellen. Zum Essen haben wir eh, also hungrig sind wir nicht. So. Schwupp. Begrüße. So, wo ist denn unser... Da. Bitte, ich brauche was zum Saufen und zwar dringendst. Die Firma dankt. So, dann trinken wir mal schnell einen Schluck. Prost, auf euer Wohl. Ja. Und wir machen gleich weiter mit Wasser. Was haben wir hier? Den Gebökelten. Ja, ja, das machen wir nachher. Vielleicht. So, zack. Was haben wir noch gebökelt? Gebökelter Reiffisch. Dieser Fisch schmeckt tatsächlich nach Fisch. Macht durstig, aber hält sich lang. Na, durstig will ich nicht haben. Ist niemals die Fühler beim Reinfisch. Dann machen wir lieber den gekochten, ist mir lieber. Ja. Und hier machen wir Titanium, würde ich sagen. Tada! Noch mehr. Ja, warum nicht? Noch mehr. Was haben wir hier? Titanpaaren. Probieren wir es mal. Tada! Tada! Keine Ahnung, was das bringt. Ob wir jetzt was bauen können. Achso, diesen Forschertisch, den würde ich gern bauen, ne? Geräte, Behälter, ja. Ausrüstung. Ja. Ja. Meh. Machen wir noch ein paar von denen hier. So. Das können wir dann eh bunkern. Boah, da haben wir viel Schrott gefunden, ha? Die Energie ist auch unterm Hund. Das ist aber nicht schön. Na, soweit so gut. Dann gucken wir mal. Wir saufen hier mal was. Prost. Vital signs stabilizing. Ja, Essen ist nicht muss. Ich würde sagen, den Rest können wir hier mal lagern. Haben wir eh genug von dem Klumpert. So. Zack, 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 zack. Auch das mit dem Ei. Oh. Sind wir hier schon voll? Ich glaube, dann werden wir doch Bahnen vielleicht noch ein paar machen. Um Platz zu sparen.
So. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir sind hier komplett voll. Ich muss auch schauen, ob wir mit dem Säurepilz noch irgendwas anstellen können. Ein paar Batterien vielleicht gleich bauen. Dann nehmen wir das ganze Titan-Klumper da mal mit. Salz. Ja, schau mal, wenn Kupfer. Da, Batterie. Stellen wir gleich mal eine her. So. Und hier von mir aus noch ein Bahn. So. Da müssten wir theoretisch wieder Platz haben. Werkzeuge. Achso, ein Scanner. Okay, ja. Höllenschwefel wird man brauchen. Silikon, Gummel, Batterie. Gummel. Gummi. Von diesem Silikon-Gummi braucht man einen Haufen. Geräte, Nahrung, Ressourcen, Geräte. Wie schaut es jetzt mit dem Labortisch aus? Reparaturtisch, Feld, bla bla, Leucht. Da ist nichts mit irgendwas hier. Labortisch. Muss ich das noch irgendwie lernen? Das könnte sein. Was haben wir denn hier? Die Tarnbahn und Batterie. Was haben wir hier? Inneren. Was? Inneninstallation. Verbindet zwei Stockwerke. Aha. Lebensform, Zuchtbehälter. Mhm. Dann hier Labortisch. Da. Bauplan. Das geht hier nicht, weil zu wenig Platz. Ah, hier. Haben wir neue Einträge. Tag 3. Warnung. Örtliche Strahlungsmesswerte zeigen, dass der Antriebskern der Aurora einen kritischen Zustand erreicht hat. Eine Quantenexplosion wird innerhalb der nächsten 2 Stunden erfolgen. Was? Das Leben auf diesem Planeten gedeiht in ausgeprägten und vielfältigen ökologischen Biom. Weitere Untersuchungen empfohlen. Habe ich dann verloren? Glückwunsch, Überlebender. Du hast einen wöchentlichen Übungsquotienten um 500% übertroffen. Du hast deinen wöchentlichen Übungsquotienten um 500% übertroffen. Hä? Die Daten zeigen, dass Schwimmen deine bevorzugte Aktivität war. Ach so. Stelle sicher, dass du für einen gleichmäßigen Muskelaufbau dein Training variierst. So, okay. Okay, das mit den Einträgen lasse ich noch. Die lesen wir vielleicht später dann wieder mal. Aha, da explodiert irgendwas. Das ist aber nicht schön. Das ist gar nicht schön. Und das mit dem Medikit hätte ich eigentlich schon noch gern länger. Heißt das, dass... Mhm. Ich habe jetzt gar kein Wasser mehr. Das sehe ich richtig, ne? Das ist aber schlecht. Weil wir sind eigentlich permanent am Verdursten. Da wäre so ein Blasenfischi. Na, komm! Hä? Wo ist er hin? Da. So, jetzt haben wir ein Blasenfisch. Ich muss kurz mal Blasenfische sammeln. Ich hoffe, ich rotte hier nicht aus. 2 Blasenfische. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. Bleib hier, bleib hier. Ist jetzt echt was explodiert? Jetzt was falsch gemacht. Strahlungsschutzanzug. For your convenience, the radiation suit has been added to your blueprint database. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Hätte ich da jetzt früher so schneller sollen auf
Auf das Wrack oder wie? Oder. Upsi? Scheißlich ungut. Aha, hier sind Luftdingens. Vielleicht ist das gemeint gewesen mit diesen. Blub. Hat das gerade meinen Sauerstoff aufgefüllt? 30 Seconds. Kreaturenei. Inventar ist voll, Gott sei Dank. Da drüben wäre ein Riesenquarz gewesen. Weißt du was, die lasse ich jetzt fallen. Das ist mir jetzt wurscht. So. Wow, okay. Die Blasen helfen einem wirklich. 30 Seconds. Muss ich ein bisschen da bleiben. Komm, füll auf. Ja, das geht schon mal ein Zeitl. Ich will nämlich das hier mitnehmen. Und dieses Kreaturenei. Ich kann einfach mal die Kinder. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, wir sind fast voll. Das ist super. Was haben wir hier? Schrott, glaube ich, ne? Ja, ja. Inventar voll. Ach, Hupfingatsch. Dann halt nicht. Ist echt so schlimm. Unidentifiziertes Ei. Zweimal. Vielleicht kann man da beim Forschertisch irgendwann mal was machen. Ich bin schon wieder durstig, ne? Das ist echt lästig. Und der Part ist auch zu Ende. Okay, ihr Lieben, ich schwimme jetzt mal zurück, mache uns eine schöne Portion Wasser, sauf das auch gleich weg. Werde das eine Flasche aufbehalten und dann hoffe ich, dass ihr mal da zu unserem Wrack hinkommen, ne? Weil ich glaube, ich hätte es früher besuchen sollen. Hätte ich es vielleicht noch retten können. Ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Mal schauen. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.